Wann ist denn eine Aufstockung sinnvoll? Erstmal ist die Frage, ist es überhaupt möglich? Also wir müssen uns den B-Plan anschauen, wir müssen uns die Grundstücksgröße und die Überbaubarkeit anschauen. Wenn kein B-Plan vorliegt, dann sind, und wir sind in Paragraph 34 Innengebiet, dann müssen wir uns eben umschauen, wie ist es mit den umliegenden Gebäuden. Und dann müssen wir noch in der Gegend liegen, wo das auch wirtschaftlich sinnvoll ist. Das heißt, wir sollten ab 2.500 eher Richtung 3.000 € pro Quadratmeter im Bestand haben, damit das Ganze auch wirtschaftlich sinnvoll ist. Es macht natürlich dann insbesondere Sinn, wenn wir eh das Dach runternehmen müssen, weil es schon entsprechend alt ist, dass man dann drüber nachdenkt, ob man jetzt eben eine Aufstockung macht, wenn hier eh umfangreiche Dinge saniert werden müssen. Es ist grundsätzlich was anderes, ein Dachgeschoss aufzubauen, als aufzustocken. Bei der Aufstockung kommt im Regelfall ein Geschoss dazu. Beim Dachgeschossausbau lasse ich ja die Außenhülle so, wie sie ist und baue nur innen entsprechend aus. Wie funktioniert das klassischerweise? Normalerweise nutze ich dazu Holzständer Leichtbauweise. Das kann zum Beispiel auch der Zimmerer, der dann das Dach macht, entsprechend mitmachen. Im Regelfall baue ich das nicht massiv auf, weil hier die Tragfähigkeit, Statik drunter, das eventuell nicht mitmacht. Das ist nämlich ein großes Thema. Das muss ich durchprüfen lassen. Gibt es die Statik entsprechend her? Teilweise kann man noch extra Stahlträger einziehen, wenn es den nicht hergibt. Aber dann ist natürlich auch die Frage, rechnet sich das Ganze alles? Ein weiteres Thema, das mitzuprüfen ist, ist dann der Stellplatznachweis. Wenn ich eine weitere Wohnung schaffe, muss ich eventuell weitere Stellplätze nachweisen. Wenn ich natürlich die Wohnung als Messionett der Wohnung drunter zuschlage und eine WEG draus bilde, nicht eine WEG, sondern eine WG, habe ich das Stellplatznachweisthema natürlich weg. Und Brandschutz ist natürlich auch ein Thema. Wie wird die obere Wohnung entfluchtet? Brauche ich einen zweiten Fluchtweg oder kann der zweite Fluchtweg zum Beispiel über Drehleiter noch hergestellt werden? Wie ist es mit der Höhe allgemein eben der Fall? So, nun ist ja die Frage auch mal grundsätzlich von der Bebaubarkeit. Das kann sich auch nachträglich ändern. Praxisfall. In dem Gebäude, wo ich wohne, ist eine zweigeschossige Bebauung zulässig. Und bisher war es eben so, das ist Hanglage und damit die da drüber sind, entsprechend noch gut runtersehen kann, war es also jetzt nicht möglich, man musste Flachdach bauen, da noch irgendwas draufzusetzen. Jetzt hat sich das aber über die Jahre verändert, die Gebäude auf dem, die am Hang entlang sind, die wurden, also die drüber sind, die wurden Stück für Stück abgerissen, da wurden größere Mehrfamilienhäuser eben entsprechend gebaut und so hat sich das Gebiet Stück für Stück aufgewertet. Es wurde tatsächlich jetzt ein neuer B-Plan erlassen, der es zwar nicht ermöglicht, ein weiteres Vollgeschoss draufzusetzen, also nach wie vor zwei Vollgeschosse auf dieser Straßenseite und witzigerweise auf der anderen Straßenseite, den Hang hoch, ist nach wie vor dann ein anderes Baugebiet, anderer B-Plan. Deswegen dürfen die dort auch Mehrfamilienhäuser bauen. Hier sind es eher kleinere Reihenhäuser oder auch freistehende Einfamilienhäuser, die hier dann entsprechend entstanden sind. So, nun ist also zwar kein weiteres Vollgeschoss möglich, aber es ist entsprechend trotzdem eine Aufstockung möglich, sodass ich also hierher gehen kann, dass ich von der Deckenhöhe eben nicht das erreiche, was bei einem Vollgeschoss entsprechend notwendig ist. Und dann wird ein Pultdach hier in diesem Baugebiet vorgesehen, anstatt Flachdach. Und dann ist es also möglich, hier aufzustocken. Und jetzt ist ganz witzig, wie das hier gemacht wurde. Also es wurde nebendran dann ein schöner Bungalow abgerissen, der natürlich viel zu groß ist und schlecht veräußerbar ist und auch natürlich in die Jahre gekommen ist. Älteres Ehepaar, er verstorben und sie ihr entsprechend dann in eine Wohnung weggezogen, barrieregerecht und so weiter. Und jetzt sind also aus zwei Vollgeschossen, die bisher zulässig waren, insgesamt vier Stockwerke entstanden. Ja, wie hat jetzt das mit den vier Stockwerken funktioniert? Nun, also eins kam oben drauf, dann waren wir bei drei und ein weiteres wurde nach unten entwickelt. Wir haben ja hier eine Hanglage und es wurde also massiv abgegraben und nach unten hin ist zwar ja auch kein weiteres Vollgeschoss erlaubt, aber bauen kann ich so tief, wie ich will vom Grundsatz her. Hier wurden also jetzt
entsprechende Lichthöfe gebaut. Und hier ist es also wichtig, dass ich halt im Durchschnitt 50% dieses Geschosses, das dort eben kein Vollgeschoss werden darf, muss ich unter 50% sein, das aus dem Boden herausragt. Und das wurde genauso konstruiert, dass hier eben die unter 50% geblieben ist mit entsprechenden Lichthöfen. Es ist also hier eine Mordsentwicklung passiert von 2 Vollgeschossen auf letztlich 4 Stockwerke. Alles zulässig mit einer kleinen Änderung vom B-Plan, die jetzt eine Aufstockung erlaubt, aber noch kein weiteres Vollgeschoss entsprechend hier erlaubt. Wie hat man jetzt dann hier den Stellplatznachweis gelöst? Denn aus dem Einfamilienhaus Bungalow ist hier ein Objekt entstanden mit 11 Wohneinheiten auf 2 Gebäudekomplexe, 7 und 4 Einheiten verteilt entsprechend. Tja, man hat natürlich eine Tiefgarage jetzt gebraucht. Wo bringe ich diese Tiefgarage unter, damit ich, wenn ich doch schon so tief in die Erde grabe, nicht extrem weit runterfahren muss? Ja, die Tiefgarage war hier auf der Ebene minus 1 angebracht, und zwar auf der Hälfte vom Gebäude, und deswegen auch diese Maßnahme, dass ich quasi auf die Ebene minus 2 hinunter mit entsprechenden Lichthöfen gebaut habe, um eben diesen Raum, den ich hier eigentlich in meinem Gartengeschoss minus 1 Hanglage verwendet habe, nicht zu verschenken und trotzdem maximale Wohnfläche eben herausbekomme hier entsprechend. Und wie hat es zusätzlich funktioniert, die Anzahl der Stellplätze zu reduzieren? Hier sind also 2 Stellplätze pro Wohneinheit vorgeschrieben gewesen. Je nach Baugebiet kann das also 1 Stellplatz, 1,5, 2 Stellplätze im Regelfall sein pro Wohneinheit. Nun, hier wurde substituiert mit Fahrradstellplätzen. Und die Fahrradstellplätze, die sind wiederum dann nicht auf der Tiefgaragenebene, sondern eben dann wieder auf der Ebene minus 2. Unter der Tiefgarage sind diese ganzen Räume, die entsprechend komplett unterirdisch sind und wo ich also nur Lichtschächte habe und keine Lichthöfe, wo ich also kein Vollgeschoss verursacht habe, sondern das habe ich eben nur auf der einen Hälfte vom Gebäude, und dadurch war es also möglich, hier diesen Raum zu nutzen, der eben nicht entsprechend im Licht entsprechend hängt, und hier dann eben mit einem Aufzug wurde es erschlossen. Also die Fahrradstellplätze werden über den Aufzug erschlossen. Nun, ob die in der Praxis nachher irgendjemand nutzen wird, wird man dann sehen. Aber der rechtlichen Lage ist hier entsprechend Genüge getan, und hier konnte die Baugenehmigung für dieses sehr, sehr viel größere Objekt dann hier auch genehmigt werden.